Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Da Nico verhindert ist, dürft ihr heute in diesem Mini-Video mit mir vorlieb nehmen. Wrath of the Lich King Classic erscheint offiziell am 27. September, was eigentlich nicht überraschen sollte, da besagtes Datum ein paar Tage davor von Blizzard selbst geleakt wurde. Wir vermuten, dass der Pre-Patch am 16. August erscheint, das wären genau 6 Wochen davor. Das Ganze hat den einfachen Grund, dass mit besagtem Pre-Patch ebenfalls die neuen WoTLK-Fresh-Server starten. Hierbei wird man den neuen Spielern genügend Zeit einräumen wollen, sodass unserer Meinung nach 6 Wochen angebracht wären. Was ebenfalls dafür spricht, ist, dass am 9. August diverse so gut wie tote Server zusammengelegt werden. Da würde es sich dann definitiv anbieten, eine Woche später den Pre-Patch auszurollen. Ab sofort ist der 50% mehr Erfahrung Level-Buff namens Choice Journeys auf allen Realms aktiv. Der Buff hält bis zum 27. September, also dem WoTLK-Release. Solltet ihr, warum auch immer, den Buff deaktivieren wollen, dann könnt ihr das ganz einfach in einem Gasthaus tun. So wünschen wir euch auf jeden Fall frohes Leveln. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr jetzt noch einen neuen Char levelt, auf die frischen Server wartet oder bis zum Release eine Pause macht oder was allgemein euer Plan ist. Das Levelboosten wurde genervt. War bis vor kurzem im Chat noch alles voll mit Leuten, die ihren Boost verkaufen wollten, so hat sich das seit gestern schlagartig geändert. Ihr bekommt ab sofort deutlich weniger Erfahrung, wenn sich ein Spieler mit einem höheren Level in eurer Gruppe befindet. Allein aus diesem Grund lohnt sich das Ganze schon nicht mehr. Zudem wurden etliche Mechaniken eingebaut, sodass das Pullen von hunderten von Mobs nicht mehr wirklich bzw. nur noch in seltenen Fällen möglich ist. So werdet ihr zum Beispiel in Strat niedergeschlagen und betäubt. Die Betäubung trifft euch trotz allem, auch wenn ihr zum Beispiel als Paladin Fähigkeiten wie das Gottesschild oder allgemein den Trank der freien Aktion verwendet habt. Dasselbe gilt auch für andere Dungeons, wie zum Beispiel das Schattenlabyrinth oder Maraudon. Hier werden die Gegner schlicht und ergreifend immun gegen bewegungseinschränkende Effekte, erhöhen ihr Laufgeschwindigkeit oder teleportieren sich direkt zu euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. Außerdem noch vielen herzlichen Dank an jedes YouTube-Mitglied für euren Support. In diesem Sinne, viel Spaß in WoW und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.